Hallo meine kleinen Klötzchenbauer und Stauner, hier bin ich wieder, euer Ralf mit einer weiteren Folge Brickricks. Ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, wir werden uns heute ein paar Militärfahrzeuge angucken. Und zwar den GTMV Braff Badger APC. Ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Es ist auch der Grund, warum ich diese Folge gemacht habe. Fand ich super spannend. Dann dazu noch den BTR 4MV1 aus der Ukraine. Dann haben wir noch den TAK M30 MBT Panzer, ein Battle Tank. Da habt ihr bestimmt Bock drauf, das weiß ich jetzt schon. Und wer kennt es nicht von Arma, den Hemd? Ich habe immer Hemmet gesagt. Und wir fangen mal von hinten nach vorne an. Mit dem Ding beginnen wir. Ihr seht selbst, der hat eine große Ladefreche. Ladefreche, alles klar. Versprecher vorderwind. Im Übrigen heute unser Hashtag in dieser Folge. Hemmet. Warte mal, ich zeige es nochmal. So schreibt man es. Nee, wo ist er denn? Hemmet. Hemmet. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir so schwer tue damit. Aber ich finde einfach, Hemmet ist irgendwie komisch auszusprechen. Oder ist der Hemmet? I don't fucking know. Was steht denn überhaupt alles drauf für diese ganzen Bezeichnungen hier? Aber auch ein sehr schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Hier auch der Radstand, sehr schön gewählt. Ja, gefällt mir. Fahren wir mal die Kiste, würde ich sagen. Passt auch ganz gut zu der... Oh, guck mal, der hat ja sogar hier so Haken drauf. Das ist cool. Und sitzen tun wir auch ganz bequem. Guten Tag. Okay, wir fahren hier mal die Strecke runter. Ihr kennt es ja schon. Das ist ja unsere Lieblingsstrecke, die ich auch mit Bruce immer gerne fahre im Multiplayer. Den Hand da runter. Alter, was ist denn da hinten los? Seht ihr den Schatten? Holy shit, was ist mit dem Schatten da los? Wir passen mal auf, dass wir jetzt hier nicht gleich völlig abkacken. Okay, wir sind nur am Bremsen. Schnell mit Snow mal eingeschalten, um wieder klar zu kommen. Kann man das ein bisschen Gas geben? Wir wollen ein bisschen Action. Wir wollen ja... Okay, das ist... Okay, auf Wiedersehen. Tschüss, Hemmet. Und... Oh, der erste fatale Schaden. Da haut's die Teile weg. Da brezelt es uns den Hang runter. Advent, Advent, ein Hemmet brennt. Er ist 1 und 2 und 3 und 4. Ja, und dann, ihr wisst schon. Okay, resetten wir nochmal. Ich würde sagen, den stellen wir einfach mal da vorne an die Ecke. Schönes Fahrzeug. Fliegen kann er auch, wie wir gerade festgestellt haben. Bremsen bitte. Handbremse rein und raus hier. Ja, was haben wir denn noch hier? So Passagier. Fahrer. Oh, wir rollen. Ich habe die Handbremse gezogen und wir rollen trotzdem. So ist mit dir. Okay, jetzt bleibt er stehen, sehr gut. Die Lichter sind bestimmt auch interessant hier an der Seite. Können wir es ja später nochmal... Genau, am Ende der Folge gucken wir uns einfach nochmal das Ganze im Dunklen an oder bei Nacht und machen mal die Lichter der Fahrzeuge an. So, und dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns mal mit dem nächsten Fahrzeug und zwar dem Panzer. Ketten gibt es leider immer noch nicht, aber trotzdem finde ich das immer sehr interessant gestaltet. Eigentlich recht simpel hier der Boden, oder, von dem Panzer. Der ist auch ganz schön flach im Vergleich zu den meisten Panzern. Oder? Fehlt dem ist ein bisschen... Dem fehlt auch ein bisschen so der Saft, oder? Oh, dieses Kanonenrohr sieht ja auch geil aus. Das ist ja neu. Ja, geil. Gibt wieder viele neue Bricks, wie ihr sehen könnt. Haha, guck mal, wie ich da vorne drin sitze. Sehr nice. Mit dem echten Panzer. Okay, mal kurz gucken. Bremslichter funktionieren schon mal. Und schießen. Nice. Schau grad mal hier. Gibt aber keine Möglichkeit, hier irgendwie den Tank zu bewegen. Ah, doch, hier. So, wir schauen mal kurz. Kamera. Habe ich gerade daneben geschossen, sag mal? Was? Habe ich gerade auf den Hemmet geschossen, dass nichts passiert? Are you kidding me? Ich glaube wirklich, dass es passiert ist gerade. Wie habe ich das denn geschafft, Leute? Faszinierend, oder? Oh Gott, ist der lahm. Mit dem kommen wir auf jeden Fall nicht weit. Okay, lass mich mal stehen. Das ist aber ein schönes Fahrzeug, ne? Kann man mal nichts sagen. Ist ein schönes Fahrzeug. Auch das Kanonenrohr. Das hat was, ne? Kann man da so reinschleichen? Hallo, ich bin ein Kanonenrohr. Und jetzt? Sind wir hier drin? Ne, wo bin ich denn jetzt gelandet? Zwischen Kabine und Innenraum. Okay, jetzt bin ich irgendwo drin. Aber ist ja witzig, dass man hier so richtig durchfliegen kann. Nochmal RIP. Oh, ne, voll daneben, ey. Da. Voll nice, oder? Okay, genug. Genug ins Rohr geguckt. Wir schauen uns mal das nächste Fahrzeug an. So, wieder rein in die gute Stube und wir schauen uns mal... Ja, den hier, den GTMV. Was steht hier überhaupt? Successor of GTMV Buggy encouraged me to build this APC. Okay. Conquest Price, ich weiß nicht, was das ist. Brick Count. 12 Sitze? Alter Schwede.
Dann ist das ja ein Truppentransporter. Ja, geil. Guck mal hier. Das ist echt ein Truppentransporter. Mit, aber was für eine Geschütz vorne dran, ne? Dann mal ausprobieren. Da steht hier Brickrix Armed Forces. Ah, die Farbe ist auch geil, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Schießen schon beide Geschütze, oder? Zumindest kommen wir das so vor. Oder fliegt da echt nur eins raus? Naja, eigentlich egal. Auf jeden Fall ein sehr geiles Fahrzeug. Dann fahren wir gleich mit in den Panzer. Das Einzige, was mir gerade auffällt, wobei wir fahren mit dem erstmal ein Rundchen. Ego-Perspektive. Oh, okay, hier sieht man gar nichts. Wir bleiben mal hier auf der Kamera. Ja, lässt sich halt ultra schwer lenken. Ist auf jeden Fall kein Fahrzeug, was man... Oh Gott, guck mal. Oh. Nicht, dass ich hier jetzt schon runterfall. Ah, sehr knapp. Nein. Oh Gott, nein, ich wollte nicht da runterfallen. RIP. Bam, Alter. Aber stabil ist er... Oh, guck mal. Ah, nee, so stabil ist er doch. Jetzt liegen wir... So ein bisschen wie eine Schildkröte liegen wir da. Okay, nochmal Reset hier oben. Und den parken wir mal neben dem Panzer. Alter, dieser Motor. Aber was mir gut gefällt... Ups. Oh, wie lang der ist im Vergleich zu dem Panzer. Was mir gut gefällt, ist, dass wir hier auch dieses... grüne Visier hier haben. Was ja wirklich viele haben. Hier sieht man es vielleicht, wenn ich da hochspringe. Genau, hier an der Seite ist so ein bisschen so ein grünes... Seht ihr, so Sichtfeld. Das hat er bei dem Panzer ja auch gemacht. Seht ihr das hier vorne, das grüne Glas? Das ist vor der Kamera, finde ich sehr cool. Okay, dann kommen wir mal zum letzten Fahrzeug für heute. Und zwar wollten wir uns ja noch den hier anschauen. Der BTR-4 MV1 aus der Ukraine. Das ist ja mal ein Monster hier, ne? Der hatte mal eine schöne Front. Heftig. Auch hier die Geschütze sind ja, das ist, was ist denn das für eine, ist das eine Raygun oder sowas, ey? Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Ausparken, ausprobieren. Oh, der ist schnell. Schieß, oh, die, what the fuck, was passiert hier gerade? Habe ich gerade eine Rakete gezündet? Voll geil. Das klingt ja mal episch, oder? Ich frage mich nur, wo hier die Patronenhülsen fliegen wie Sau und hier drüben. Ah, die Treffer kommen schon rein, ne? Ich weiß noch nicht, wo er jetzt hinschießt. Okay, jetzt treffe ich hier direkt die Kabine hier vorne. Aber Alter, ist der Helmet stabil. Ha, sieht krass aus, oder? Wenn er von hier so drauf schießt. Okay, genug geschossen. Danke dafür. Ich weiß ja nicht, was der hier mit diesem Feuer die ganze Zeit vor sich hat oder vorhat. Ich glaube, dass da irgendeine Rakete am Start ist. Oh nein. Oh Gott, ich erwarte mich, Der Stolz der Ukraine, Leute. Und da ist vorbei. Tja, habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt, ne? Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht in so einem brennenden Haufen hier starten, aber gut. Naja, auf jeden Fall ein schnelles Fahrzeug, nur mit diesem... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum dieses Feuer da war. Hat mir aber gut gefallen. Welcher von den Fahrzeugen oder welches von den Fahrzeugen ist denn euer Favorit? Also bei mir ist es ganz klar der Hammett. Einfach nur, weil geiles Fahrzeug, weil es einfach... Ich kenne es halt von Arma. Wir wollten ja nochmal hier ein bisschen bei Nacht die Lichter angucken. Ist aber ein nices Fahrzeug, kann man gar nicht sagen. Dieses ukrainische Ding war aber auch nicht kacke, ne? Bin ich jetzt Beifahrer? Ja, ich bin Beifahrer, super. Das wollte ich auch nicht. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Die Lichter, Q.
Haben wir Kuh? Was? Wir haben kein Blinklicht. Nein, leider nicht. Und dann, was haben wir noch? Warnblinker J. Ah, der sieht eigentlich ganz fresh aus hier, muss ich sagen. Das sind auch die an den Seiten. Genau die, die ich haben wollte. Und Bremsleuchten. Ja, die funktionieren schon irgendwie, ne? Also irgendwie... Und H, die Hupe geht irgendwie auch nicht. Ja gut, soll mich jetzt nicht weiter stören. Auf jeden Fall blinkt der fröhlich vor sich hin. Wir gucken mal beim nächsten Fahrzeug, beim Panzer hier, was der so für Lichter hat. Blinklichter hat auf jeden Fall keine. Warum soll er auch blinken? Er ist ein fucking Panzer. Nochmal schießen, nur damit ihr Bescheid wisst. Warnblinker hat er auch nicht. Ne, der hat gar nichts. Aber ich glaube, diese Lichter hier vorne, die sollten aber nicht funktionieren, oder nicht? Ich bin mir nur nicht sicher. Scheinwerfer L. Ah, hier sind sie. Alles klar. Dann habe ich aber gerade in dem hier auch die Scheinwerfer vergessen mit L. Genau, hier sind sie. Alles klar. L wie Licht. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht schon mal, gefällt mir schon mal besser. Bei dem bin ich aber sehr gespannt, was der für Licht hat, wenn er überhaupt Licht hat. Okay, die Kamera wieder wechseln. Und hier wieder L. Oh, nice. Okay. Sieht aber gar nicht so kacke aus. Habe ich mir auch schon mal vorgestellt. Blinklichter. Hat er keine Hupe. Auch keine. Da sparen sie so ein bisschen, ne? Warnblinker da auch nicht. Aber okay, soll mich nicht weiter stören. Ist halt auch, ist ein geiles Fahrzeug. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was gefällt euch am besten? Dieser große hier, der gute Badger, Hashtag Badger in die Kommentare. Der Panzer, Hashtag Panzer in die Kommentare. Oder Hümmet. Oder der ukrainische DW. Oh, Sonnenuntergang. Oder Aufgang, ich weiß nicht. Eins dieser Fahrzeuge, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und wenn ihr Ideen habt, was ich denn mit den Fahrzeugen mal machen soll in Zukunft, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann jetzt zum Beispiel hier in dieses Rohr da reinzoomen, ja, wenn ihr daran Spaß habt. Ansonsten vielen Dank fürs Reingucken. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schöne Weihnachtstage und einen schönen zweiten Advent. Und wenn ihr das später guckt, mal im Sommer oder so noch in dem Jahr, dann natürlich auch so einen schönen Tag, ja, und viel Spaß im Freibad. Macht's gut, ich bin draußen. Checkt auch die Endcard aus. Zwei coole Videos, die ich verdient habe, wenn ihr noch Bock habt, was zu gucken. Und dann sind wir mal raus. Auf Wiedersehen. Bye, bye.